So, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Wir sind auf dem Weg zu diesem, ja, Silithiden-Schwarm. Keine Ahnung, müssen wir uns mal ansehen. Jetzt haben wir erstmal hier zwei Raptoren gepult. Fast hätte ich meine Cooldowns gezündet, weil ich dachte, der läuft da auch noch rein. Das lädt immer noch auf. Aber die halten vergleichsweise wenig aus. Und wir haben mittlerweile ja auch schon wieder drei Kästchen hier voll. Und das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich warte immer noch mal auf den Epic Drop. Oder mal wieder ein Blue Drop. Es müsste übrigens auch noch von der Munition aus reichen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Bis wir wieder zurück im Lager sind, also zurück in der Marshalls Zuflucht. Das müsste eigentlich klappen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall auch hier einmal jetzt so rum. Dann können wir nämlich auch noch die Pylon-Quest machen. Ich weiß gar nicht, was nach der Pylon-Quest kommt. Also wenn ich jetzt die ganzen Pylone hier wirklich besucht habe, fehlt ja nur noch der östliche, der westliche. Dann weiß ich gar nicht, was dann kommt. Ja. Den Südpylon, den gibt's nicht. Ja, keine Ahnung. Warum es den nicht gibt, ist auch gar nicht, was hier Äquivalente sein soll. Ah, guck mal an, die hier, ne? Die brauchen wir ja auch. Vielleicht fange ich jetzt auch mal langsam an, die hier zu erledigen. Können wir gleich mal gucken, was hier ist. Auf jeden Fall scheint hier die Ravasaurus ja, Vorherrschaft aufzuhören. Schon mal so eine Schuppe. So, ich guck mir das da oben an. Keine Ahnung, was da sein soll. Ob da überhaupt irgendwas ist. Ein Pylon darf da nicht sein. Das sieht ja auf jeden Fall schon mal nicht aus. Guck mal hier, doch. Pterodaxe. Brauch noch welche. Kann ich noch nicht merken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das nicht. Mache ich die jetzt auch nochmal. Die sind sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Mit dem Vier, das ist nicht cool. Und mein Pet ist auch schon wieder unglücklich. Die wuchernde Narbe. Ja, das ist eher dieses Gebiet hier und nicht das speziell hier, wo die Pterodaxe sind. Wenn die so einfach zu erledigen wären, ne? So wie jetzt. Wäre das immer so eine Wohltat, aber leider habe ich Cooldown auf diesen
auf diesen Zorn des Wildtiers. Diese Ability. Jetzt zum Beispiel wird er mein Pet gleich wieder vieren. Und wenn ich Pech habe, direkt am Anfang. Hat er ja gerade eben auch gemacht. Das ist halt, bisschen Nahkampf hier. Kann ich noch nicht. Aber ihr seht es halt auch. Ich habe jetzt gerade nicht einen einzigen Skillpunkt bekommen. Also es ist annoying, seinen Nahkampfangriff irgendwie zu skillen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Ich werde ein 4 geht noch durch. Aber das war in der Hinsicht unrelevant oder irrelevant, weil wir ihn zeitgleich erledigt haben. So, jetzt ist die Frage. Kann man mit der hängenden Larvenbrut, also wir müssen da ziemlich tief rein in den Bau. Das ist schon mal sicher. Aber die erledige ich auf jeden Fall lieber, als die Pterodaxe da. Und mein... Ich hatte ein bisschen aufs Maul bekommen. Wollte sich das Thorium vorkommen? Sind Pterodaxe. Wieder normale. Nicht die alten. Keine Ahnung, wo die alten sind. Ich hoffe, dass die alten später nicht auch vieren. Das wäre ungünstig. Was haben wir hier? Brühschlamm bedecktes Thorium vorkommen. Spielt ja keine Rolle, ob Brühschlamm bedeckt oder nicht. Mein Skill, den ich brauche, um das abzubauen, der wird gleich bleiben. Ich weiß nicht, ob das... Ja, hier kann man es auch sehen. Ja. Kann ich nicht abbauen. Kann ich nicht abbauen. Irgendwie bin ich froh, dass ich die nicht kirschnern kann. Das wäre dann irgendwie nochmal mit mehr Aufwand verbunden. Hier war jemand. Ich muss näher ran. Das ist jetzt natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Die Leiche ist auch gerade despawned, das heißt, das ist ganz frisch hier. Also, was heißt nicht mehr ganz? Ich wollte eher sagen, es ist nicht mehr ganz frisch. Das heißt, hier kommt jetzt überall der Respawn. Wahrscheinlich auch direkt da, wo ich jetzt gerade stehe, jeden Moment.
Aber hier müssten wir richtig sein. Weil das auch hier, glaube ich, schon wieder ziemlich weit reingeht. Also. Aber wir haben noch genug Munition, also von daher. Also im Questtext ist die Rede von einer Larvenbrutstätte. Den kann man dadurch erkennen, dass dort hängende, dass dort Raupenbrut von der Decke runterhängt. Da. Das könnte es doch schon direkt sein. Schauen wir mal. Bräuchte hier natürlich auch irgendwo dieses Sharp-Gerät, ne? Das hier ist es. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Manchmal verstehe ich auch nicht, wie das mit der Akku passieren kann, ne? Ist natürlich auch wieder eine Hausnummer. Die sind gar nicht so niedrigstufig. Das lädt immer noch auf. So. Hat funktioniert. Oder beziehungsweise es funktioniert. Ja. Easy. So, hier vorne müsste jetzt eigentlich Respawn sein. Hier müsste eigentlich jetzt was sein. Aber ist es nicht. Fragt mich nicht, warum die immer so. Beziehungsweise warum mein Pet so schnell immer unglücklich ist. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen annoying. Ich habe kein Ziel. Wo ist denn eigentlich Knochen klappern? Gibt's denn diese Dinosaurierknochen her? Von nach toten Stegodons und Dimetrodons. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich finde es übrigens schade, dass Blizzard sich dazu entschieden hat, dass Dinosaurier nicht wirklich ausschließlich hier im Ungoro-Krater vorkommen, sondern das ist ja später, hat sich das ja noch geändert. Also so Dinosaurier tauchen hier und dort immer mal wieder auf. Jetzt in Vanilla nicht, da sind sie dann noch ihrer Spur so ein bisschen treu geblieben, was ich auch gut finde.
Aber das hat sich dann halt irgendwann geändert mit den nachfolgenden Add-ons, ne? Aber gut, liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir weiter im Unkoro-Krater und mit WoW Vanilla. Macht's gut, bis dahin. Ciao.